Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stumpfes Trumpf. Ich bin der Veit. Und ja, Ziel ist es, jetzt in den nächsten paar Episoden die Städte alle groß zu machen. Also aufzubauen und auf die endgültigste Stufe auszubauen. Oder hat der irgendwas? Aber vorher will ich einmal bei den Händlern gucken, ob wir hier irgendwas haben. Da hat schon mal nichts Tolles. Rüstungen. Ne, auch nichts. Was haben wir hier noch? Den Markt. Was kann man hier denn kaufen? Oh! Das ist doch der König der Vögel. Warum hat er... Was? Du Sau. So, das ist eine Schweinerei. Guck mal, wer euch befreit. Anscheinend. Sperrt einfach den König der Vögel ein. Nee, das war ja noch nur Knollenhändler und Ware. So, wir sind ja immer noch in der Riesenstadt. Kneipe. Wer hat denn jetzt die Kneipe? Ach so, das ist die... das ist seine Frau. Ach, Mutter sogar. Ja, die ist auch jahrelang wahrscheinlich schon hier in dieser Kneipe und säuft den ganzen Tag nur Bourbon. Ja, aber die beiden irgendwie, der Mann und seine Frau, die haben wir ja gesehen, schon ein paar Teile davor. Kann man da reinlegen. Wie sie ihn da aus der Kneipe gezogen hat. Hotel? Ah, mal gucken, was hier so im Hotel abgeht. Ah, das ist Heinz. Achso, ja. Da er keine Prozentanzeige mehr sagt, heißt das, dass wir diese Stadt zu 100% aufgebaut haben. Nächstes Projekt müsste den Seeheim sein. Ach, ist das der Ornithologe? Ach so, das ist, ich habe hier einen Kristall rausgeholt. Gut. Ich glaube, dann haben wir hier alles erledigt. Dann gehen wir weiter nach Seeheim. Mal sehen, was wir da noch alles ändern können. In der Geschichte der Stadt. Haben wir jetzt das Flugzeug. Was kommt, wie konnte man Seeheim noch aufbauen? Ach nee, ich muss ja jetzt erstmal zurück nach Lurier, oder wie das heißt. Aber da die noch keinen Flughafen haben, muss ich da mit dem Schiff hinfahren. Felsen. Ich würde auch noch mal gerne zum König der Vögel und schauen, ob ich irgendwas bekommen habe, weil ich weiß, damals hatte ich immer nie genug Geld gehabt. Aloha, was haben wir, können wir denn Aloha noch machen? So, der Dosentypi. Ist es nicht hier. Null Prozent. Ich habe doch schon
ihm die Dosen gegeben. Sardinen. Stimmt, die muss ich zum Feinschmecker bringen, damit die Stadt auch bekannter wird. Mehr kann ich hier aber, glaube ich, noch nicht machen. Der Handwerker braucht ja noch dieses komische Edelglas. Ach, verdammt, mit dem wollte ich nie wieder reden. Ja, weg, 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 weg. Oder habe ich das schon im Inventar? Nee. Habe ich nur Sardinen. Da ist der Händler, da ist das Inn. Hier ist ja der Handwerker, der Kunsthandwerker. Der halt irgendwie dieses spezielle Glas braucht. Stimmt, die Stadt hat sich ja jetzt weiterentwickelt, weil der König gestorben ist und der eine an die Macht gekommen ist. First Avenue. Das Blumenhändlermädchen. Das ist das Orakel. Hier muss ich auch irgendwo hin, um den Fotoapparat zu bekommen. Damit kann ich einigen Städten schon viel helfen. Hier, bei Pirae, genau. Siehst du, das Ölgemälde muss ich jetzt von Baron von England bringen. Was heißt? Mal sowas rare sozusagen. Second Avenue. Was haben wir hier denn noch so? Das müsste, ist das nicht Patty? Ja, die bekloppte Mutter. John. Wir regieren eine Stadt. Das soll keinen Spaß machen. Schade. Ich dachte, da wäre vielleicht noch irgendwie ein Kristall oder sowas. Oder eine Truhe mit 1 Million Gold. Wie, ihr schmeckt dir nicht? Ich verdiene mein Geld damit. Stimmt, dann muss ich jetzt auch noch mal ein paar Mal rein und raus.
So, es soll wohl eine Weinrebe an der Tür sein, oder? Oder der Tür. Der war es auch noch nicht. Mal sehen, ob er jetzt was anderes sagt. Meinen ältesten Jahrgang. Kostenlos Wein saufen und dann noch eine Flasche geschenkt bekommen. So sollte jede Weinverkostung sein, obwohl ich ja kein Weintrinker bin. Das Einzige, was ich in der Hinsicht trinke, ist Met. Sie muss umdenken. Die sieht anders aus, mit der kann ich wahrscheinlich noch. So, das kann ich jetzt alles mitnehmen. Da habe ich ja halt die drei Mädels, die halt... Ja, das, diese drei Mädels aus der anderen Stadt, die werden sich um diese Mode freuen. Der Feinschmecker nimmt, glaube ich, den Wein und auch die Sardinen in der Dose. Schaue ich nochmal kurz, was hier auf der Seite an Häusern ist, was ich hier noch machen kann und mitnehmen. Schon mal nix. Wer bist du? Was kannst du? Ja, der wird sich später noch machen, der Mann. So. Hier haben wir jetzt, glaube ich, alles gemacht. Ich würde ja gerne noch mal gucken, ob ich da zurück in die Zukunft gehen kann. Nein, ich will noch mal hier durch die Wüste. Die Taklama-Wüste. Und da oben ins Dorf. Also der Ursprung der Menschen sozusagen. Nee, gar nicht wahr. Das sind die Nomaden. Ach, da liege ich ja falsch. Oder kann ich hier... Irgendjemanden weiß ich noch... das habe ich zumindest gelesen. Ich habe es selbst nie gemacht. Dem soll ich die Orchideen geben. So, erklärt er mir immer noch den Weg? Ja. Die waren nicht so freundlich zu mir. Nein. Nee, da muss ich weiter zurück in die Geschichte. Ich hoffe, hier ist irgendwo ein Hafen oder sowas. Tibet, genau. Irgendjemanden hier muss ich eine Blume schenken.
gehe ich erstmal draußen alles ab und dann gehe ich drin alles ab. Ja, das gab's mal, das Königreich. Kommt wohl nicht oft raus hier. Ja, die habe ich auch schon kennengelernt. Die junge Dame. Okay, ich glaube, draußen haben wir mit allen geschnackt. Gehen wir jetzt mal rein. Wo ist denn das Mädel? Bist du das? Ja, ich bin schon zurückgekehrt. Wer ist Lucky? Hier gehe ich wahrscheinlich wieder raus. Ja. Ne? Ach. Soll ich dir die Blume geben? Wem soll ich denn die verkackte Blume geben? Wenn sie wollen. Naja. Gucken wir noch einmal hier draußen. Aber anscheinend war das eine Irreführung mit den Blumen. Nö, warte, gibt's nichts mehr.
So, muss ich jetzt nochmal durch die scheiß Wüste laufen? Ich hoffe nicht. Los. Fuck. Da ist nix. Arabien. Muss irgendwo eine Anlegestelle sein. Nein! Wie weit zurück muss ich denn noch? Ich bin nicht wieder durch die Wüste. Scheiße, ich muss durch die Wüste. Was war hier? Ach, kann die mich vielleicht irgendwo hinfliegen? Mal sehen, wo sie mich hin... Ich glaube, sie fliegt mich wieder zu den Vögeln hin. Das wäre natürlich auch interessant zu wissen, ob dadurch, dass ich den König der Vögel befreit habe, noch irgendwas von ihm bekommen. Und ich glaube, von da aus ist es auch nicht mehr wieder weit in die Zivilisation. So, ja, King's Nest. Mal sehen, vielleicht hat er ja was für mich. Was ey, ja, siehst du. Sanktum. Aber hier kann ich gleich raus. Ja. Siehst du. Abgekürzt. Jetzt sind wir wieder in Seeheim. Eine eher Uppsala. Unkonventionelle Reise. Jetzt kommen wir zum Feinschmecker und ihm die Sachen geben. Wo war er denn? Ich glaube, da war hier oben rechts. Nö. Dann war er hier. Und hier. Tom, da ist er ja. Das ist eine Dose. Wie kann das lecker aussehen? Déjà-vu. So, trinkt er den Wein auch? Meine schon. Achso, da weiß er auch schon über das Würstchen-Gulasch, weiß er schon Bescheid. Ne, die drei Mädels waren auch hier drin. Ich glaube, hier waren die. Ne, dann waren sie oben. Irgendwo waren sie doch hier. Da, oh. Da. Yippie, woohoo!
Wir wollen uns ändern. Was soll man da denn sagen? Aber komisch. Drei Mädels, zwei Betten. Hm. Ich glaube, ich muss noch mal nach Seeheim oben. Da gibt es auch noch Pläne für... Da muss ich wieder runter. Oder habe ich noch irgendwas, was ich hier machen soll? Das Ölgemälde... Das Ölgemälde soll ich ja bei dem englischen Baron abgeben. Jetzt muss ich halt nach Seeheim hoch. Da ist ja noch einmal der Flugzeughafen. Der Flughafen. Hier müsste ich auch noch irgendwo die Pläne haben bekommen, herbekommen. Irgendwo gab es hier doch die Pläne. Ich aus dem Weg, da ich in das Bücherregal gucken. Ah ne, ah, hinter Bücherregal. Da war nichts, siehste. Aber was hat Heinz sozusagen? Wahrscheinlich schon wieder über Nixon. Kann ich ihm den Drachenanker geben? Ich hab den ja. Nö, den Dank. Brauche ich ihn, kann ich ihm nicht geben, sage ich mal so. Der schüttelt sich immer noch. Wunderbar. Noch machen. Das kann ich erst machen hier, wenn ich die Kamera habe. Was so viel heißt, ich muss die andere Stadt erst größer machen. Was so viel heißt, ich muss jetzt erstmal nach England. Sir Fritz. War irgendwas? Irgendwas? Nee, doch nicht.
Der wird doch nie geschmeckt. Schmeckst du denn so? Meine Güte, bleib doch mal stehen. Na Fritzi, alles klar. Nett. Ah, da hat er es aufgehangen. Was ist denn das? Ich kann einen Menschen erkennen. Eine Zündschnur? Und einen Sonnenuntergang. Ach verdammt. Ich wollte auch mal mit dem schneiden. Manchmal ist es das i-Tüpfelchen, was fehlt. Ich weiß, wer das Bild gemalt hat. Vollidiot. So. Hat sich jetzt mal ein bisschen was weiterentwickelt. %, das ist doch schon mal was. Muss ich nur noch... Ah, das klingt doch schon mal gut. Ich weiß nur nicht, wo ich diesen Kristall herbekomme für ihn. Oder ein Mineral. Gehen wir mal nach hier oben hin. Vielleicht hat er seine Kamera ja jetzt repariert, sodass ich die mitnehmen kann. Müsste ja hier in dem zweiten Haus sein. Mal gucken. Wo ist er denn jetzt? Oder war er noch in der First Avenue? Ja, ich glaube schon. Hier drin. Ja. Na, vorher wurde ich geblitzt, jetzt verbrannt. Alle guten Dinge sind drei, wie Mario sagen würde. Jetzt haben wir eine Kamera. Und damit können wir jetzt die auswählen. Dann können wir zum Beispiel jetzt von hier klick ein Foto in Loree gemacht. Und die gibt es irgendwann Touristinformationen.
Und ein Pinguin kann ich damit glücklich machen. Ein stummes Mädchen und ein Pinguin. Ja, dann muss ich zumindest nochmal nach zu den Pinguinen. Gut, naja. Aber was, wie es weitergeht, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Bei Terranigma. Ich bin der Veit und tschüss.